Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, zu denen ihr euch dazu entscheiden solltet. Das ist natürlich, wie ich schon immer wieder sage, die Voraussetzung dafür. Ne? Ich will euch nicht zwingen, ich erinnere euch nur daran. Und vor allem ist das ja nur sinnvoll für Leute, die eh das als Playlist gucken, aber gut. Weil die nämlich gerade von einem anderen Video kommen. Eigentlich muss ich es am Ende machen, wenn ich ehrlich bin, aber naja. Hat sich jetzt irgendwie so eingebürgert, so dumm. So dumm es klingt, aber es hat sich einfach so eingebürgert. Vielleicht irgendwann, vielleicht ändere ich das irgendwann mal. Aber das muss ich mir halt wirklich abgewöhnen dann. Tja. Außerdem sind die meisten Leute immer noch am Anfang des Videos da und nicht mal zum Schluss. Das ist halt einfach so. Das ist halt einfach so. Hier ist kein Krogsamen. Ah, im Baum bestimmt, oder? Ah. Hast mich gefunden? Bis dann, tschüssi. Wir können gleich vielleicht endlich gucken, wie viele wir haben. Vorausgesetzt, ich vergesse es halt nicht schon wieder. Weil wir haben hier oben noch einen Teleportpunkt und der ist eigentlich gar nicht so schlecht, um da zu den anderen beiden zu kommen. Wir sind deutlich höher. haben wir. Also mehr als die Hälfte. Ja, damals bei Breath of the Wild, muss ich sagen, da war es ungefähr, ich glaube, wie viel Samen haben wir pro Part gemacht? 20? Da könnt ihr euch vorstellen, wie lange das gedauert hat. Ist halt ein langwieriger Prozess. Vielleicht mache ich auch demnächst wieder ein bisschen Story oder gehe. Gerudo statt haben wir noch Quests. Na, wir könnten Gerudo machen. Wir können da einfach noch Schreine und so erledigen und Quests erledigen. Weil ich finde, so ein bisschen. Langsam zieht sich ein bisschen mit den Crocs, ne? Langsam hat man so ein bisschen das Gefühl von, naja. Wäre echt cool, wenn wir wieder was anderes machen. Aber wir haben jetzt zum Glück noch einiges im Spiel frei, was ich ja extra so gemacht habe. Einige Sachen noch nicht erledigt. Wir können Kakariko, das ist mein fünften Waisen. Doch, doch. Wir können die Hauptgeschichte sogar weitermachen. Doch, doch. Wir müssen auch den fünften Waisen finden, von daher. Oh mein Gott, der hat einen Laser, der Typ. Das ist nicht gut. Mit dir will ich nichts am Hut haben. Lass mich einfach in Ruhe. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Ich möchte euch nicht stören da oben. Bei eurem Kampf. Alle unten. Hast mich gefunden. Bis dann, tschüssi. Ist aber cool, wie auch so alte Wahrzeichen oder alte interessante Orte aufgepeppt worden durch neue Höhlen und so, ne? Mit dann Majois drin und so Sachen. Das ist schon ganz cool gemacht. Dass die Welt sich nochmal ein bisschen frischer anfühlt wieder. Und wie frisch sich die Welt dann erst anfühlen wird, wenn meine Ideen für noch ein Zelda-Teil erst wahr werden. Wenn das hier alles aufgebaut ist. Oh. Und wenn man da, oh, stellt euch mal vor, das wäre wie Angelstelle. Und ich könnte dann wirklich bei Bob-Projekten noch helfen, die noch nicht fertig sind quasi. Stellt vor, die Hälfte Hyrule ist aufgebaut und ihr müsst dann auch teilweise Ressourcen auf dem Meer suchen und sowas, um dann Hyrule weiter aufzubauen. Wie gut das wäre. Aber ich weiß sowieso, das wird nicht passieren.
Und Nintendo wird mit irgendwas eine Idee haben, die besser ist als meine. Aber ich finde trotzdem manchmal ganz lustig, sich so die Frage zu stellen, wie ihr neues Zelda aussehen könnte oder wie das nächste Zelda aussehen könnte. Ich weiß, dass es schon sehr vermessen ist, sich darüber Gedanken zu machen, während man gerade das aktuellste Zelda spielt, was erst seit einer Woche draußen ist. Man stellt sich schon die Frage, wie sieht das nächste Zelda aus, ne? Ich habe nämlich fast das ganze Zelda hier gesehen, aber... Naja, manchmal ist man ja auch ein bisschen verrückt, ne? Manchmal fragt man sich auch verrückte Dinge. Muss ja auch manchmal sein. Man kann ja nicht immer nur logisch handeln im Leben. Kann ich hier ein bisschen laufen? Ja. Danke. Übrigens das Tipp, wenn ihr an so schrägen Dinger wie ich das laufen wollt, ne? Lauft ein bisschen schräg, so. Damit die Steigung, die du hochläufst, nicht so hoch ist. Weil geradeaus hätte ich das niemals geschafft gerade. Das ist ein kleiner Tipp, den ich euch geben kann. Aber das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall in ein Tippvideo packen werde. Klettertipps mit Potato Pad. Ist gar nicht so eine schlechte Idee, oder? Klingt ganz gut. Bis dann, tschüssi. Und was auf jeden Fall in mein Tippvideo kommt, ist das, was ich selber vergessen hatte. Oder nicht ausprobiert habe. Dass man das Master-Schwert auch mit Sachen verbinden kann. Oh ja. Damit euch das nicht passiert. Also irgendwelchen Neulingen oder so. Oder Leuten, die das Spiel vielleicht ja schon seit einigen Tagen spielen. Damit ihr das nicht auch passiert wie mir. Dass sie das nicht checken und dass das Master-Schwert viel stärker ist. Und auch länger hält. Wenn man da einfach was dran macht. Tja, aber für so Sachen gibt es übrigens auch lustige Mods und so, die ich da nutzen kann. Es gibt eine Mod, die zeigt dir die Haltbarkeit von Waffen an und so. Dann kann ich das nämlich wirklich auch alles testen. Ganz genau sagen, wie viel bringt das, ne? Wie viel bringt ein Item X an Master-Schwert, an Durability? Dann kann ich Tabellen erstellen und so, mit allen Zutaten und so. Voll geil. Ich hätte da schon richtig Bock drauf. Euch da einfach wirklich das Spiel zu sezieren und euch alles zu erklären. Und alle Infos rauszuhauen, die es gibt. Die man sich vorstellen kann. Weil ich glaube, das ist schon interessant zu wissen. Wie viel Haltbarkeit steigt denn so ein Ding? Und, ne? Wie bemisst sich das alles? Ich bin mal gespannt, ob man das herausfinden kann. Das wären so Videoideen, die ich halt auch habe. Ja, also ich habe auch so ein paar Theorie-Videoideen. Ich habe auch ein bisschen über die Theorien gesprochen, die es da so gibt. Zu den Titanen und so Sachen. Und, ja, da gibt es natürlich noch ein paar mehr Theorien, die ich im Kopf habe, die ich jetzt aber nicht alle ansprechen werde. Da will ich ja auch ein bisschen was für Videomaterial haben, ne? Ich will ja auch ein bisschen was für Videomaterial. Ich muss da auch ein bisschen an euch denken, meine lieben Freunde. Dass ihr da noch was zum Schönes zum Gucken habt. Irgendwann, wenn ich dann die Zeit dafür habe, überhaupt mehr da Gedanken zu machen. Ich muss auch überlegen, dafür muss ich halt auch noch viel, viel machen, ne, Leute. Ich muss ein komplettes Layout bauen für Potato Pad Zelda Videos, denke ich mal. Ich werde mir da ein Intro bauen, Texteinblendungs, Presets, bla, pipapo, ne. Also, muss mir da mal schauen, was ich da mache. Oder ob ich mir da vielleicht auch irgendwas Fertiges kaufe und anpasse. Weil ich finde das... Zumindest anpassen sollte man das, weil es gibt so viele Leute, die irgendwelche fertigen Intros nutzen, das weiß ich nicht alles. Ja, habe ich schon ein Problem mit, weil ich sag mal, da ist ja nichts Eigenes mehr dabei, verstehst du? Du kaufst dir was oder nimmst irgendwas kostenlos und da ist nichts Eigenes dabei. Das ist ein bisschen schade für dich. Deswegen, ich möchte ja immer was Eigenes dabei haben. Ich habe auch ein komplettes Intro für einen Podcast. Leider hat der Hometanks bisher noch nicht die Zeit gefunden, mit mir einen Podcast-Folge aufzunehmen oder wir haben einfach nicht zusammengefunden für einen Podcast bisher. Ist eigentlich total schön animiert, habe ich auch selber gezeichnet alles und so. Naja. Das könnte ich echt machen, so ein animiertes Intro mit einer Kartoffel im Link-Outfit. Die dann über Hügel rollt und sowas. Mit dem Master-Schwert. Oh, das wäre schon irgendwie süß. Wäre schon irgendwie lustig. Ach, wart mal. Man kann die Drachen fotografieren. Ich weiß das ja schon, dass man das kann, aber ich habe nicht drüber nachgedacht, was das für eine Implikation hat.
Die Implikation ist, dass ich den Sensor Plus einstellen kann auf die Drachen. Und dann zeigen die... Aber die Frage ist, wie weit entfernt zeigt ihr mir an, wo der Drache ist? Bei dem Drachen würde ich mir wünschen, dass das über die halbe Map geht quasi, damit ich den tracken kann damit und verfolgen kann, wo er ist. Aber das wäre schon ziemlich nice. Wenn die das wirklich bedacht haben, dass man, wenn man die Drachen fotografiert, dass der Tracker dann auch weitere Distanzen tracken kann, weil die Dinger fliegen in der Luft, also sollte der Tracker ja ein leichtes haben, die zu tracken, oder? Oh, das wäre so gut. Oh, das wäre so gut. Dann wird das auch viel einfacher machen mit den Drachenteilen farmen. Ich bin ja auch gespannt, wie das mit den Monstern dann ist, mit den Bossboxen so Sachen. Wie gut man die dann findet über den Sensor. Vor allem die verschiedenen Versionen, dass man dann... Ich will ja nur bestimmte Versionen dann farmen. Ich brauche dann bestimmte Zutaten. Leider hat ja jeder Bossbock jetzt andere Zutaten oder jeder Gegner hat andere Zutaten, je nach Farbe. Das macht es halt ein bisschen komplizierter mit den Upgrades. Es wäre cooler gewesen, wenn das wirklich nur Waffen-Upgrades gewesen wären dann. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Wenn diese Hörner und sowas am Kopf nur für Waffen-Kombination gewesen wären und nicht für Rüstungs-Upgrades. Weil dadurch wird es ein bisschen blöd, weil du halt dann levelst mit deinen Herzen hoch und sowas und dann macht das Spiel es dir schwerer, vielleicht Ressourcen zu finden, die du gerade brauchst für ein Set, was noch einen Stern hat oder zwei Sterne hat. Weil du dann halt nicht so hohe Zutaten brauchst und dann musst du halt suchen, bis du einen Bossbock findest, der halt noch nicht silbern ist. Oder weiß. Also, ich bin ja auch gespannt, ob es dann auch Goldleuen gibt und sowas und andere Goldwesen, wenn wir dann die 40 Herzen erreichen. Weil es gab ja vorher nur 30 Herzen im vorigen Zelda. Und wenn du 30 Herzen hattest, war eigentlich fast überall silbern, außer bei festgelegten Positionen, wo halt nur bestimmte Leuten sind und so Sachen. Und wir sind jetzt fast bei 30 und wir kriegen jetzt Silberleuen. Also heißt das, wir sind jetzt auf dem Skalierung wie bei Breath of the Wild mit 30 Herzen. Ungefähr. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal 10 Herzen mehr hätten, skaliert dann hoch bis zum Goldleuen. Das wäre super. Dann bräuchte man keinen Master Mode mehr unbedingt. Weil ich finde den Master Mode, der ist ganz nett und so, aber ist auch nichts für mich. Für ein Let's Play finde ich das auch nicht gut und weiß nicht, der fuckt schon ein bisschen ab. Also ich finde das nicht schlecht prinzipiell. Ich bin ja auch ein Fan von Dark Souls und so. Aber ich sag mal, der Master Mode ist schon echt trickiger. Klar, es ist kein Vergleich zu Dark Souls, da braucht man nicht drüber reden. Ist halt eine andere Art und Weise von Schwierigkeit, ne? Dass die Gegner sich dann anfangen zu heilen und so Sachen. So ein bisschen Malenia, ne? Oh. Die alte Malenia, die alte Socke. Jetzt habe ich die da oben, das kann ich aber trotzdem gleich noch machen. Das ist kein Problem. Das ist auch ein Spiel, was Wacker übrigens nicht gespielt hat. Elden Ring. Ach, der Wacker. Ja, und No-Hit Dark Souls wird es bei ihm wohl niemals geben, dann den No-Hit-Run. Wenn ich spiele, kann kein No-Hit-Run bekommen, ne? Ich glaube, so ist die Regel. Hat Wacker denn nochmal irgendwas geschrieben? Nö, ne? Nö. Da ist seit Tagen Ruhe. Vor allem das Lustige war ja auch noch, er hat ja auch neues Logo und so Sachen. Neues Layout und so gebastelt und alles. Oder basteln lassen. Und dann hört er auf einmal auf. Naja. Ich bin halt noch ein bisschen traurig, dass... Ich hatte schon, keine Ahnung, Bock, mit ihm zu zocken. Naja. Kann man nichts machen. So ist es halt leider. So, jetzt guck schon mal ganz kurz, wo auf der Karte war, glaube ich, das letzte Mal, als ich hier jetzt geguckt habe, war der Hinweis, wo man hingehen muss. Oh nee. Auf der Karte ist es scheinbar nicht, aber vielleicht auf der anderen Karte. Hey, ich hatte doch den Hinweis gesehen, wo das ist. Deswegen... Ich war so froh, dass ich das gesehen habe. Ich meinte, das war irgendwas mit der Nähe der Berg oder so. Und dann dahin fliegen. Dann war es die dritte interaktive Karte. Es gibt nämlich drei Stück derzeit. Oh, da hätte ich auch irgendwie Bock drauf.
aber das ist dann wieder weniger Video und mehr Software, weil ich hatte gerade die Idee, dass ich mal so vielleicht so eine Map bauen kann, die wirklich auch so aussieht wie in Zelda, wo man dann rumgucken kann und sich alles mögliche anzeigen lassen kann. Eine interaktive Karte, wo du dir wirklich alles anzeigen lassen kannst. Auch jeder Ort, wo eine Feuerblume wächst oder sowas, ne? Alles. Bis ins kleinste Detail. Du kannst dann wie im Sensor reingehen und dann sagen, ich möchte Feuerblumen finden. Und dann zeigt er dir auf der ganzen Karte die Feuerblume an. Richtig schön im Zelda-Style, mit Sounds und allem drum und dran, ne? Ich hatte das ja mit Animal Crossing auch gemacht, mit einem Savegame-Editor, also Pattern-Design-Editor. Für die Patterns im Spiel, für die Designmuster. Und da habe ich das ja auch einen kompletten Look and Feel von Animal Crossing gemacht. Es hat echt Spaß gemacht, das zu programmieren. Und wäre eigentlich schon ganz cool. Wäre ein cooles Projekt auf jeden Fall, aber das bringt mir halt für meine Videos halt nichts und das würde dann ganz, ganz viel Zeit wegnehmen, die ich für Videos nutzen könnte. Ich glaube, Videos machen mir derzeit mehr Spaß, als sowas zu programmieren. Ich meine, es gibt halt schon drei interaktive Karten. Ich mag es auch nicht so ganz gerne, mit Leuten in Konkurrenz dann zu treten, weil das, weiß ich nicht. Muss halt nicht sein, weißt du. Dann sollen die halt ihre Karten besser machen. Ganz ehrlich. Die sind nicht so gut, die Karten leider. Deswegen habe ich diese Idee halt, ne? Weil. Ich sag's halt einfach leider, wie es ist. Ich könnte es besser. Das klingt jetzt total. Weiß ich nicht. Das klingt schon so ein bisschen eingebildet, aber ich weiß halt, dass ich es besser kann. So. Für den einen oder anderen dürfte es vielleicht narzisstisch wirken, wenn ich sowas behaupte, aber das Ding ist, ich weiß halt, was ich kann und was ich nicht kann. Ich kann sehr vieles nicht. Aber programmieren kann ich. Und zwar sehr, sehr gut. Tatsächlich. Ich bin bei weitem nicht der beste Programmierer der Welt oder sowas. Ne? Keine Sorge, also. Das würde ich nicht behaupten, aber so eine richtig geile interaktive Karte, das würde ich schon hinbekommen. Das würde ich schon hinbekommen. Ich würde sogar hinbekommen, aus dem Spiel Dateien auszulesen, wo alles ist. Dann brauche ich dir jetzt gar nicht alles selber markieren. Sondern ich kann das alles automatisiert auslesen. Ah, das ist schon echt weird hier. Hier soll halt ein Krogsamen sein. Das heißt, es muss so ein Blumen oder sowas geben vielleicht. Weil Fliegen ist hier halt nicht, wie man sieht. Ich hätte den echt gern gefunden. Ich guck noch mal ganz kurz auf Google nach der interaktiven Karte, nach der anderen, dritten interaktiven Karte. Ja, das war die. Boah, die ist geil geworden. Die zeigt genau den Pfad an, dem man laufen muss. Oh, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Genau das habe ich mir gewünscht. Guck mal, wie schnell ich das jetzt finde wegen der Karte. Dank dieser Karte finde ich das jetzt so schnell. Moment. Bisschen nach Norden noch, dann haben wir's. Okay, hier geht's los, ne? Ja. Nice. Boah, okay. ZeldaMaps.com, Leute. Ganz ehrlich, die beste Karte bisher. Wenn ihr die beste Karte sehen wollt, die es gibt, ZeldaMaps.com. Also Z-E-L-D-A, wie Zelda halt, M-A-P-S-Maps.com. Wirklich. Die haben jetzt endlich die ganzen Pfade auch eingetragen. Ich weiß nicht, ob das für alle der Fall ist, aber jetzt habe ich das hier endlich finden können, Leute. Weil es die einzige Karte ist, die es jetzt ordentlich anzeigt. So wie man sich das wünscht, wenn man so eine Karte hat, weißt du? Dass man nachgucken kann, wenn man das nicht selber findet. Weil ich möchte ja schon versuchen, es selber zu finden dann. Ich mache mal die Markierung und versuche das dann selber herauszufinden, wo das da ist. Aber manchmal ist das halt echt nicht ganz so einfach. Manchmal ist das nicht ganz so einfach. Und da brauchst du dann die Hilfe der Karte. Und die Karte hat mir jetzt gerade wirklich gut geholfen. Top. Top, 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 top. Okay, ich brauche keine eigene Karte programmieren. Gibt eine gute Karte. Gut, die werden nicht alle so gemacht haben bisher, aber die sind da hinterher scheinbar. Das ist gut. Das ist sehr gut.
Das ist ja wichtig, ne? Dass es Fortschritt gibt. Weil bei den anderen Karten ist seit Tagen nichts, hat sich da verändert seit Tagen. Gefühlt. Vielleicht sind da ein paar neue dazugekommen, aber es ist nicht besser geworden, die Informationen. Doch, bei der einen schon, da gibt es jetzt Textinformationen. Das steht ja im Text mit Koordinaten und sowas. Auch ein bisschen, naja. Naja. Da muss ich unten auf der Karte mal gucken, wo ich hinlaufe. Also auf der Minimap. Ist auch nicht ganz so optimal, würde ich jetzt mal behaupten. Ach ja, liebe Leute, Angelstädt. Ah, oh, Angelstädt ist so schön. Ich bin so froh, dass Angelstädt so schick jetzt aussieht. Sogar schicker als vorher, weil sie haben jetzt eine Wasserrennsport-Ding-Strecke da. Wasserdingbum da. Ihr wisst, Wasserrennen. Ach ja. Boah, hier ist auch noch Angelstädt. Okay. Man kann schon sagen, wie lange dauert das, bis ich hier mal wieder Pschiu machen kann. Ach ja. Ich freue mich schon drauf, das ein zweites Mal durchzuspielen. Wenn der Emulator dann auch richtig fit ist und alles perfekt aussieht und dann richtig geile Videos machen kann. Worauf ich mich nicht freue, ist das Schneiden, aber gut, das gehört halt dazu, ne? Das gehört halt dazu, wenn man Videos macht. Ich will zu meinem Freund da vorne, bitte, bitte. Das heißt übrigens für die Leute, die andere Let's Plays bei mir schauen, die werden jetzt zurückgefahren, ne? Logischerweise. Ich werde noch mein Final Fantasy Let's Play haben. Ich werde mein Assassin's Creed haben. Das war's. Mehr gibt's nicht bei mir. Erstmal nicht mehr. Nach Zelda gibt's nur noch Assassin's Creed und Final Fantasy. Das war's. An Let's Plays. Und dann gibt's halt Zelda-Videos. Die werden ein bisschen dauern. Die werden nicht jeden Tag kommen. Ja, aber es werden auf jeden Fall quasi, hoffentlich, qualitativ hochwertige Videos. Und gib mir da bitte ein bisschen Zeit, wenn das Spiel durch ist und wir jetzt durchgespielt haben, gib mir ein bisschen Zeit, alles so ein bisschen vorzubereiten, weil ich, wie gesagt, ich muss Intro und so Sachen machen und ich muss ja auch das Spiel nochmal ein zweites Mal durchspielen, alles aufnehmen, Informationen sammeln und dann alles organisieren in verschiedenen Ordnern auf meinem Rechner. Ich werde dann vermutlich Videoschnipsel für alle möglichen Dinge machen. Da werde ich halt einen Ordner haben, der heißt dann Crocs und da sind 1000 Videodateien drin. Aufgeteilt nach Region und Unterregion. Und dann werde ich jedem Croc eine Nummer geben. Und dann kann ich daraus ein schönes Croc-Video irgendwann machen. Oder halt Rüstungssets etc. Ja, oder ich mache das mit Text, ne? Das ist ja modern. Videodateien Text zu geben, auch mal lokal auf der Festplatte, dann muss ich mal gucken. Da kann man mit Ortstext arbeiten. Ich kann ja tatsächlich mit ähnlichen Koordinaten mit GPS arbeiten. Ich kann die Koordinaten nutzen oder so. Keine Ahnung. Mal schauen. Ich muss da auf jeden Fall erstmal schaffen. Ich muss auch eine neue Festplatte kaufen noch. Das dauert auch ein bisschen. Ich muss mir dann noch irgendwie, keine Ahnung, 20 Terabyte Platte kaufen. Um die ganzen Videos wirklich lagern zu können. Weil ich brauche dann gelagerte Videos. Wenn ich dann auch Theorievideos mache, dann brauche ich ja von jeder Szene und jedem Ort brauche ich irgendwie ein Video, was ich einbinden kann, wenn ich das schneide. Oh, Grafikfehler. Und dann gibt's vielleicht irgendwann... Oh. Da freue ich mich am meisten drauf. Da gibt's vielleicht irgendwann eine Freecam-Mod. Und dann kann man so Kamerafahrten aufnehmen. Oh. Durch Hyrule und so. Oh, das wird Hammer. Wenn es das irgendwann gibt, so eine Freecam. Da würde ich aber viele, viele schöne Videos aufnehmen aus Hyrule. Da könnt ihr aber Gift drauf nehmen. Bitte nimmt kein Gift. Sagt am Ende nicht, Potato Pet hat gesagt, es soll Gift nehmen. Nein, nein. Nein, 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 liebe Kinder, lasst das sein. Kein Gift nehmen. Das macht man nicht. Außer man ist nicht vor Kriegsgericht, sondern vom Tribunal und muss sich Menschenrechtsverbrechen stellen und hat Angst vor der Strafe und deswegen. Ja. Da gab es doch diesen Typen, der hat dann Gift getrunken da. Hat den Urteilsspruch. Ja. Isaac-Salfos, ne? Der hätte ich fotografieren müssen noch, glaube ich. Ja. Die haben aber auch echt keine Schwänze. Kann es sein, dass man die Schwänze abschießen muss? Das klingt jetzt so falsch, aber kann es sein, dass man die abschießen muss? Weil ich habe so wenig Schwänze bekommen bisher.
Mann, du redest immer von Schwänzen. Was ist los mit dir? Ich dachte, tschüssi. Ich weiß auch nicht, lieber Krog, was los mit mir ist. Ich suche Schwänze. Also Exalfor-Schwänze natürlich. Nicht das, was ihr wieder denkt. Ihr wisst doch ganz genau, dass ich Exalfor-Schwänze suche. Probieren wir es mal. Blauer Exalfor-Schwanz, toll. Die brauche ich nicht, ich brauche die normalen. Tiefer. Tiefer! Ist hier eine Höhle? Nee. Aber das ist definitiv eine Höhle. Die da unten brauche ich auch noch. Für ein Upgrade von den Klettersachen, glaube ich, ne? Hast du Augen? Ja. Aber ganz ehrlich, die Dropraten könnten sie schon noch überarbeiten. Kotz doch aus. Königsschild ist nicht schlecht. Nehmen wir mit. Haben wir ja fotografiert. Ups. Natürlich ist da vorne wieder ein Silber-Bossbock. Da ist der Schrein. Da will ich rein. Zu dem Schrein. Ah, wieder eine Rauchessegen, okay. Das ist ein bisschen schade jetzt mittlerweile, ne? Dadurch, dass die meisten Schreine, die wir halt noch haben, unterirdische Schreine sind, sind das sehr oft Rauchessegen einfach. Das, was die Kampfschreine in Breath of the Wild waren, sind jetzt Rauchessegen-Schreine.
kann man nicht ändern. Ist halt leider so. 522 Crocs, 115 Schreine. Der kam von hier hinten, ne? Da vorne ist eben schon ein Loch. Ich glaube, da könnte der Major sein. Da, wo die Herren patrouillieren. Weil der könnte auch da oben sein. Ne, wir sind von oben gekommen, oder? Ne, wir sind von unten gekommen. Ah ne, wir sind von oben gekommen. Na gut. Nee, da sind wir doch hergekommen. Okay. Oh, shit. Das wollte ich nicht, dass das passiert. Okay. Nehmen wir nicht mit. Ich weiß halt echt nicht, ob das der Weg ist zu dem Majoi, weil ich glaube, das ist einfach ein anderer Ausgang hier, oder? Gut, der Major ist definitiv nicht hier. Huh, da müssen wir mal suchen gehen. Eigentlich ist der Part ja schon wieder vorbei, aber dann wird der Part wohl wieder länger. Denn wir müssen leider noch suchen. Huck!
wir jetzt eh noch länger hier sind, dann... Vorne kamen wir her. Hä? Nee, da kann man nicht her. What? Okay, es gab doch zwei Höhlen. Oh mein Gott. Na gut, da haben wir ihn aber. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Unsteif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.